Hallo meine lieben Schnitzelchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen heute Happy Game und in diesem Spiel hat ein kleiner Junge einen fürchterlichen Albtraum und wir sollen ihm dabei helfen, wieder glücklich zu werden. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen. Da sind wir und wir malen. Und jetzt wird es Zeit fürs Bett. Wir haben sogar einen Traumfänger da oben. Da kann uns bestimmt nichts Schlimmes passieren. Bestimmt nicht. Müssen wir aufstehen? Oh nein, der Arme. Der tut mir jetzt schon total leid. Huch, okay, wir können ihn nehmen. Und dann? Oh, ist das süß. Das ist ja voll niedlich, die Animation, ey. Mit dem kleinen Finger, der da läuft. Ich soll mich fürchten, aber das ist voll niedlich gerade. Oh, ein Geschenk. Was da wohl drin ist? Können wir die auch nehmen? Ja, aber die verschwinden wieder. Packen wir das mal aus, oder? Nehmen. Ah, nach oben ziehen. Ein Kätzchen! Hallo! Du bist fast so süß wie die Tigerbiene. Katzi! Katze! Ich hasse Clowns. Katzi! Was können wir mit der machen? Ich habe keine Ahnung. Der Clown? Nach oben? Ich habe keine Ahnung. Zack, bitteschön. Und die Katze? Was habe ich getan? Zack, zack. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ah ja. Ich hoffe, ihr seid genauso verwirrt wie ich. Ja. Da glocken wir auch dran. Binge, bange, bumm. Perfekt. Ja, jetzt sehen sie alle so glücklich aus. Oh Gott, ich muss hier raus. Lass mich raus. Was zum Geier? Oh mein Gott, was? Sind wir gestorben? Nein. Irgendwie macht mich dieses Geräusch glücklich. Ich weiß nicht warum. Was können wir mit dem Ball machen? Ach, da ist unsere Hand. Okay, ist das Kind heil? Was ist denn mit seinen Augen? Du Miststück! Kannst du den für uns hauen, bitte? Nicht? Komm her, komm! Hey! Komm her! Bitte! Ich will damit spielen! Ich habe keine Ahnung. Wie kommen wir an den Ball? Hallo?
Irgendwer will mich hier ärgern. Oder ihn? Können wir ihn? Ach, wir sollen ihn bewegen. Tut mir leid. Also grafisch oder designtechnisch ist das Spiel echt wunderschön. Mir gefällt das total gut gerade. Da ist er nicht. Oh, ich glaube, hier hat es gespeichert. Und dann? Da ist er nicht. Ich weiß gar nicht. Ich krieg den irgendwie gar nicht so weit hochgehoben. Können wir ihn bewegen? Ach, wir können ihn auch bewegen. Ah ja, okay. Warte mal. Kannst du den Ball holen, wenn ich das hochhebe? Kannst du dann... Oder hier zu dem Teddy? Oder hier drunter? Ah ja. Ah, okay. Dann hol dir mal den Ball. Oder den Teddykopf. Den einmal nehmen. Hallo? Zack. Ja. Oh mein Gott, wie cool. Und jetzt? Darunter ist noch irgendwas. Gehen wir mal da lang. Komm. Was ist denn hier drunter? Oder müssen wir das erst... Zack. Oh Gott, irgend so ein Pinocchio. Und dann? Eben wurde es einmal kurz angezeigt, aber ich habe nicht aufgepasst. Weil ich konnte es so schnell nicht sehen, um ehrlich zu sein. Können wir damit weitergehen? Und dann? Hui! Ich habe die Macht! Was mache ich damit? Ich, noch weiter? Hier, bitteschön. Oder sollen wir hier nicht hin? Okay, wir sollen hier noch nicht hin. Ich weiß nicht, was wir mit Pinocchio machen sollen. Vielleicht sollen wir ja nochmal die andere Seite anheben. Ah ja, okay. Oh Gott. Das ist alles ein bisschen verstörend. Was machen wir jetzt? Weitergehen? Nein, nicht so ein Affe. Die finde ich absolut eklig. Den hier auch? Wir sollen weitergehen, ne? Egal. Das machen wir hoch. Oh Mist. Nein, es tut mir leid, Teddy. Es tut mir leid. Ich gehe einfach. Ciao. Es tut mir leid, Teddy. Es tut mir leid. Und nur? Noch weiter vielleicht? Okay, hier ist wieder Sackgasse. Ist wahrscheinlich unsere Tapete. Was machen wir denn mit dir da unten? Hm? Was machen wir mit dir? Und was bist du? Bist du der Affenkopf? Wir schauen mal. Okay, Teddy und Pinocchio geht's wieder gut. Und jetzt gehen wir nochmal zur anderen Seite. Ah ja, da bist du. Komm mit. Oh Gott, ist der Kopf hässlich, ey. Ich finde die Dinger sowieso absolut furchtbar. Ich bin auch gar kein Puppenfan. Ich meine, Teddys gehen ja noch, aber dieser Klatscheraffe. Jetzt haben wir alle Spielsachen. Okay,
Teddy und Pinocchio sind echt niedlich, aber der Affe, bah, der Affe geht gar nicht. Teddy, was hast du denn da raushängen? Oh, das sieht aber nicht jugendfrei aus. Und du? Woo! Yeah! Justus, Maria und Josef, ey. Was geht hier eigentlich ab? Okay. Alle Spielsachen kaputt. Das ist aber nicht so schön. Das tut mir leid. Ich kaufe dir was Neues. Ja, ein Ball. Hinter dem Ball wird sich bestimmt nichts Böses verstecken. Oh nein, Teddy kommt, um sich zu rächen. Es tut mir leid, Teddy. Es tut mir leid. Das Kind hat aber auch lebhafte Träume. Oh mein Gott. Hi. Streicheln? Ich will dich streicheln. Hey, was bist du für ein ekliges? Hallo. Können wir deine Füße kitzeln? Nein. Ah. Was machen wir mit dem? Können wir da hin? Ah! Und du? Ah, okay. Das funktioniert wie ein Wagenheber. Ich verstehe. Ist das eklig. Oh Gott! Mach wieder zu! Was bist du denn? Oh Gott. Nein, du kannst gerne drin bleiben, kein Ding. Du komischer Planktonverschleiß, was willst du denn? Ei! Mm. Dankeschön! Wow, danke. Toll. Schick. So gern will ich den Ball gar nicht wieder haben. Ei. Okay, Balli. Hey, komm zurück. Das Gesinge macht es jetzt gerade nicht besser, okay? Oh, das sind all meine Freunde. Tobias. Und Yusuf. Oder weiß ich nicht. Georg. All meine Freunde. Woo! Ich bin so beliebt. Toll! Hier, möchtest du Hände? Hier ist noch eine Hand. Ah, okay, wir sollen irgendwie an den Ball ran. Nee, so nicht. Ein bisschen. Kriegen wir es noch ein bisschen? Nee. Ich, oder hier die Wangen berühren vielleicht? Ja, okay, so funktioniert das. Wartet. So. Und nu? Ah, okay. Perfekt. Was machen wir denn mit dir? Ah, tada! Sehr schön, dann können wir uns ja jetzt wieder den Ball holen. Sorry? Anfassen können wir den nicht mehr.
Lauf, Junge, lauf! Ich will keine Umarmung! Ich will das nicht! Was für ein Spiel, ey. Okay, nun ist alles wieder supi. Voll der Mobbingball! Okay, aber wir mögen das. Und da sind wieder all unsere Freunde! Die ihren Kopf ab und zu verlieren, aber das ist kein Problem für uns. Wir verurteilen niemanden. Wir sind tolerant. Oh, ich habe zwar keine Epilepsie, aber das tut echt ganz schön in den Augen weh manchmal. Was wollen wir denn holen? Wir sollen die wahrscheinlich zusammensetzen, ne? So, können wir das wieder aufstellen? Huh? Hey, wer bist du denn? Kleiner Cowboy. Komm her. Ah ja. Sieht so ein bisschen aus wie eine Siamkatze. Fehlt nur der Schwanz. Alles klar. Was bist du? Hier, von der Lokomotive. Es ist zwar sehr morbide, aber auch irgendwie schön. Geh mal weg. Zack. Nein, nein, warte. Nein, die eine habe ich verpasst. War's das? Ja, okay. Was haben wir denn nun? Du willst noch irgendwas von uns, ne? Sollen wir die alle schaffen? Dürfen die nicht entkommen? Stopp! Das ist echt schwieriger, als es aussieht. Und ich weiß nicht mal, ob das Rätsels Lösung ist. So. Jetzt hatten wir aber alle, ne? Oder sollen wir nur die platzen lassen, in denen irgendwas drin ist? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was können wir denn jetzt machen? Überall nichts mehr. Ah, okay. Das brauchen wir hier für das Auto, ne? Das mal aufdrehen. Und weg ist es. Ah, okay. Aber ein komischer Hase ist gekommen. Willst du das Ding wirklich anfassen? Ich komme nicht ran, tut mir leid. Komm mal, jetzt kannst du es anfassen. Hm? Bitteschön. Ich, Toll, jetzt hast du es kaputt gemacht. Hier dran? Nee, es ist ein Hund, es ist gar kein Hase. Um Gottes Willen. Ew. Kannst du das festhalten, Junge? Was brauchen wir denn? Hühnerkralle? Kann sich das selbst abmachen, das Ding? Nein. Ah, okay. Das da dran. Wir sind richtig gut, ne? Jetzt ist es aber ein Hase. Ey, komm her.
Oh, der Arme, ey. Oh, tut mir leid. Oh nein, es tut mir leid. Der geht jetzt bestimmt zu Hause petzen. Da nicht. Ach, da hinten ist der Hase. Okay. Was machen wir mit dir? Oh Gott, es wird immer schlimmer. Oh Gott, wie der guckt. Ist das der Puppenkopf? Warte, warte. Oh, jetzt bin ich aus dem Spiel rausgegangen. Da war eben der Puppenkopf. Ich glaube, den brauchen wir. Ach so, wir können den auch festhalten. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist aber echt schwierig. Und nur? Was machst du? Oh Gott. Ich glaube, das gefällt dem Hund so gar nicht. Das ist ja ein lieber Hund. Was ist das? Kommt das da dran? Nein. Ach, hier. Da vielleicht? Ah, okay. I see. Bitte lass uns den nicht lösen. Ich kann das nicht, bin da nicht gut drin. Hi! Oh nein. Hier. Fuck! Du hast mich verarscht! Oh nö. Du schummelst! Da. Hier! Nein, du schummelst! Oh, nein! Hier. Hey, das ist doch... Ich lass mich doch von dir nicht verarschen. Ich werde nie wieder mit dir spielen, du schummelst. Perfekt. Oh, geht's dir nicht so gut? Anscheinend nicht. Oh Gott, was? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ew. Sollen wir nochmal? Die arme Ente, ey. Warum müssen das eigentlich immer Clowns sein? Ach cool, danke. Glaube ich. Ja? Ah, okay. Ja, kann ich das haben? Was zum Geier? Ich habe keine Ahnung. Da rein? Oh, der geht ja richtig ab, ey. Woo! Yeah, du kannst es. Du bist richtig gut. Schmeiß rein, komm. Jawohl. Dann brauchen wir nur noch die Flamme. Woo! Ey, der ist ja richtig funky. Ich glaube, der ist auch auf jedem Hatsune Miku-Konzert. Ich spüre das. Jawohl, mach mal da rein. Warte, warte! Fuck! Und so? Gott, woher weiß ich denn, wann er fertig ist?
Macht so! Alles klar! Ich würde echt gern mal wissen, was dieses Kind abends noch vorm zu Bett gehen ist. Das wäre ja mal aufschlussreich. Bestimmt nichts Gesundes. Sowas kommt von Fastfood, Freunde. Merkt's euch. Esst immer schön euren Rucola. Haben wir es geschafft? Dieses Vieh schon wieder. Nein, es ist die Regierung! Mein Verstand werdet ihr nie knacken! Ich denke mal, wir haben ein Level geschafft. Der kann einem aber auch echt den Tag verderben. Dieses merkwürdige Ding ernährt sich offensichtlich von unseren negativen Gedanken oder von unseren Ängsten. Oh, wo sind wir denn jetzt? Oh mein Gott, was zum Geier bist du? Warum bist du so hässlich? Lauf nicht dahin, lauf da nicht hin, ey. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Oh, was ist das? Wieso tust du der Glocke weh? Wie er sich freut. Wow, cool. Es tut mir leid, liebe Glocke. Ich muss das jetzt tun. Aber wie? Geh mal dahin. Ach, süß. Willst du da rein? Da rein? Nein? Wir gehen mal weiter. Wo willst du hin? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. Okay, wir sind im Kreis gelaufen. Ja, was machen wir denn mit den... Oh, was bist du? Ein Käfer? Den können wir aber nicht nehmen. Was machen wir denn mit den Karotten? Die arme Glocke, ey. Ah, okay. Oh Mann, tut mir leid. Hi! Alles klar, Kollege! Oh, nein! Nein, 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 nein! Nein! Oh mein Gott, was? Oh, wahrscheinlich sollen wir dem die Karotten da hinlegen, ne? Was zum Geier ist gerade passiert? Oh mein Gott. Da rein? Keine Ahnung. Wir holen uns einfach mal alle Karotten. Das war's, ne? Mehr Karotten gibt es nicht. 3 Stück. Wie gemein, dass ich diese Karotten jetzt auch opfern muss. Was zum Geier seid ihr? Hier, guck mal. Hier. Ah, der frisst dann wahrscheinlich die anderen Kaninchen. Ah, die sind jetzt zu fett, um sich zu bewegen. Ich verstehe. Bitteschön.
Können wir die jetzt so nehmen? Achso, nein, können wir nicht. Ja, ne, dann würde ich sagen... Leute, die Glocken! Hey! Guten Hunger! Ach Mist, der andere ist da. Ah, okay. Wir brauchen wahrscheinlich noch einen, oder? Oh Gott, ist das krank, ey! Nein, 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 nicht schon wieder! Nein! Okay. Wir wissen wenigstens, was wir tun sollen. Oh, jetzt ist sie glücklich, die Glocke. Wow, jetzt freut sie sich sogar. Ich denke, jetzt klappt's, oder? Lauf! Lauf! Lauf, lauf, lauf! Ab ins Bett! Oder sollen wir gar nicht ins Bett? Sollen wir gar nicht ins Bett? Ach, wir sollen da rein, in die Höhle, ne? Ah, okay. Lauf! Oh mein Gott, lauf! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ist das besser? Ich weiß nicht. Okay, schauen wir mal. Ey, was machst du da? Achso, das sah gerade irgendwie ganz falsch aus. Wir brauchen noch mehr Kaninchen wahrscheinlich, ne? Ja, wir brauchen noch mehr Kaninchen. Und was bist du? Ein Ausschalter? Oh mein Gott, was zum... Oh mein Gott. Was zum Geier? Oh. Oh no, oh no. Nein, ich bin wirklich verstört. Wo sind denn die anderen Kanickel alle hin? Puh. Müssen wir unseren Kopf auch teilen? Ist das eine gute Idee? Oh no, ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Ich will es so aber noch nicht aussprechen. Was machen wir denn mit denen? Müssen wir denen den ganzen Kopf abhacken? Egal, wir versuchen es erstmal auf die diplomatische Methode. Hilf mal deinem Kaninchenfreund, bitte. Hä? Ach, das ist er. Ah, okay. Warte mal. Dann gehen wir hier drauf. Und jetzt? Ist das jetzt wirklich der Sinn, dass wir ihn, ich mach das jetzt einfach mal. Mach das mal. Oh Gott, es tut mir leid. Ah, okay. Ja, na klar, das macht Sinn. Um Gottes Willen, ey. Hi. Das ist doch eine Karotte. Und nu? Sind die noch nicht komplett geteilt, oder? Machen wir nochmal. Und nochmal. Ah ja, okay. So, du gehst da jetzt hin. Müssen die dann beide da drauf stehen? Funktioniert das? Kommt her. Das kann ja eh nur einer essen, oder?
Theoretisch kann es eh nur einer essen. Und nochmal. Ja, und jetzt helft ihr alle, ne? Das klappt doch jetzt bestimmt. Gut, ich helfe auch mit. Und nun? Wo ist denn die Jumbo-Karotte? Oh, gib mir das. Gib her, ich will's haben. Was machen wir denn nun? Können wir die rausziehen? Jawohl. Ja, komm mal, hilf mal mit. Können wir den anderen nicht helfen? Hier sollen wir ja wahrscheinlich noch nicht dran klingeln. Was machen wir denn? Hier sind halt auch noch zwei. Wie kriegen wir die denn raus? Ja, hilf denn doch mal. Boah, schwierig. Wie kriegen wir die denn da jetzt raus? Um Gottes Willen. Alles klar. Ich habe keine weiteren Fragen. Gut, dann läuten wir mal die Glocke. Um Gottes Willen. Er schon wieder. Abartig. Einfach nur abartig. Müssen wir den jetzt köpfen? Können wir den köpfen? Der köpft sich alleine, oder? Nein. Ich will nicht nochmal, das ist so verstört. Schön, wo bin ich nun gelandet? Was seid ihr? So, hier haben wir ein Horn. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht wieder die Guillotine. Können wir seine Blume nehmen? Meine! Oh mein Gott! Was zum Geier? Muss ich die alle killen? Können wir dir das wegnehmen? Oh Gott. Warte mal. Oh, das hat nicht so gut geklappt. Das klappt irgendwie nicht. Da haben wir Geschenkkorb. Okay, die sind schon süß. Da ist ein Teddy. Gib mir deinen Teddy! Vielleicht, wenn er ihn hochwirft. Um Gottes Willen. Warum freut ihr euch? Ihr komischen, kranken Viecher. Hier fehlt ein Haken. Achso. Ha, warum trifft ihn das nicht? Wir müssen ihm immer irgendwas wegnehmen. Ich habe keine Ahnung. Gib mal her, Gib mal her! Gib schon her! Gib her!
Wie nehmen wir ihm den Ball weg? So? Okay. Sollen die alle irgendwas spielen? Und du spielst Guillotine? Nein. Ich glaube, die sollen alle irgendwas spielen. Was ist das? Aha. Ja, komm mal her. Fuck. Das ist gemein von mir. Ich weiß nicht warum. Ich will, dass diese Herzen sterben. Ich glaube, ihr habt das verdient. Ihr seht nur niedlich aus. Ja, ihr seid alle total toll. Jetzt du? Super. Oh Gott, wer ist er denn? Meins. Das ist mein Eis. Können wir den teilen? Guck mal hier. Geh mal weg. Den können wir da gar nicht hinpacken. Gott, was zum Geier? Wir können die kitzeln. Das da drauf? Hier, nimm's mal in die Hand. Nein. Ich hätte jetzt gesagt, dass da vielleicht drauf krachen lassen. Hilft auch nicht. Komm her! Oh Gott! Warum freut ihr euch darüber? Was ist los mit euch? Ah ja, okay. Um Gottes Willen. Was zum Geier? Wenn ich den da jetzt... Kann ich den da nicht mehr runternehmen? Vielleicht müssen wir das bei den anderen auch so machen. Dann nehmen wir den mit. Huch. Warum können wir den nicht mitnehmen? Komisch. Ah, okay, jetzt geht es. Also, wir nehmen den mal mit. Und dann können wir das da oben dran stecken vielleicht? Oder ihn hier dran? Ah, schaut mal. Tut mir leid. Sorry. Warum freuen die sich eigentlich immer so? No, tut mir leid. Und nur? Wir brauchen hierfür noch irgendwas. Vielleicht den Ring? Ciao!
Ich glaube, der kommt dann hier dran, oder? Ja. Und dann können wir ihn da reinpacken. Sieht gut aus. Also, so gut es aussehen kann, natürlich. Ist die Glocke jetzt zufrieden? Ja, jetzt ist sie zufrieden. Wir haben alles gemacht, was wir machen sollten. Dann können wir wieder läuten. Was zum Geier? Xenomorph Bunny? Ekelhaft. Oh mein Gott, da sind noch mehr Kinder drin. Nein, lauf! Lauf, wie auch immer du heißt. Markus? Ich würde sagen, wir heißen Markus. Lauf, Markus, lauf! Ekelhaft, einfach nur ekelhaft. Komm, das schaffen wir. Jawohl, perfekt. Na, in welche Unterhölle kommen wir jetzt wieder rein? Warum freut er sich darüber? Warum? Oh, die Sonne ist aufgegangen. Ist ja super. Geht weg! Irgendwas stimmt mit dem Jungen doch nicht, oder? Was machen wir nun? Oh Gott. Stört dich das nicht? Ich meine, können wir das auf die Krähen fallen lassen? Nein. Bah, ekelhaft. Ah, okay. Was bist du denn? Sind wir jetzt glücklich? Sind wir jetzt happy? Tja, jetzt musst du für immer glücklich bleiben. Ist doch super hier. Gar nicht verstörend. Oh Gott. Hier ist alles super. Wo? Senpai. Wir kommen. Können wir... Treffen wir nicht? Da rein? Was machen wir mit dem Messer? Komm mal wieder zurück. Sollen wir da frontal rein? Nein, können wir nicht. So ganz verstehe ich es noch nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Ja, ja, so ein schöner Tag. So schön sonnig. Hier mit unserem Küchenmesser. Und nichts Schlimmes wird passieren. Können wir ihn abstechen? Hey du! Hi! Okay, cool. Was machen wir mit denen? Messer? Wollt ihr ein Messer haben? Ah, okay, die brauchen wahrscheinlich alle ein Messer. Ja, Kuchen!
da fehlt noch was, natürlich. Ja, kein Problem, das hole ich euch. Ihr wollt einen Kinderkuchen machen. Was könnte noch fehlen? Eine Gabel! Sollen wir da rein? Gebären! Dankeschön! So, eine Gabel fehlt. Und eine Sache dann noch. Ich denke mal, die Gabel kriegt er, oder? Schauen wir mal. Er schneidet, er packt da bestimmt irgendwas drauf. Und der andere? Der andere isst? Irgendwas fehlt da. Kein Problem, ich hole euch das, was es auch immer ist. Was? Salz? Was? Wer macht denn Salz auf die Torte? Gib her. Der ist aber auch leicht zu beklauen. Vielen Dank. Wenn es wirklich Salz ist. Warum willst du da Salz drauf machen? Egal, komm hier. Bitteschön. Ach, das ist gar kein Salz. Ich verstehe. Ha? Aber vielleicht in einer anderen Reihenfolge? Keine Ahnung, probieren wir es nochmal. Irgendwie süß. Nicht? Tauschen wir nochmal. Hier, du, das. Du, das. Wir probieren es nochmal. Das ist so super. Gesundheit. Vielleicht ist das aber auch nicht das, was er haben will. Vielleicht will er was ganz was anderes haben. Wir schauen nochmal. Okay, hier gibt es nichts mehr für uns. Wir gehen nochmal in die andere Richtung. Ja, keine Ahnung. Also ich hätte jetzt gedacht, wir hatten die Lösung schon. Aber wir hatten das doch schon einmal, oder? Hatten wir das nicht ganz am Anfang schon mal? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen! Alles klar? Aha, interessant. Kommt mal alle mit. Der freut sich bestimmt, wenn wir dem was vorspielen. Ach, hier können wir gar nichts mehr machen. Dann gehen wir nochmal in die andere Richtung. Hier. Ah ja, okay. Bitteschön. Bitteschön. Ah, okay, den Teller können wir mitnehmen. Können wir damit irgendwie schwimmen oder so? Oder, nee, die wollen das nicht haben, ne? Thank you.
komm näher. Können wir da... Die sollen das ja dann wahrscheinlich pusten, ne? Hätten wir da drauf sitzen sollen? Wahrscheinlich hätten wir darauf sitzen sollen. Es tut mir leid. Und nur? Geht das auch in die andere Richtung? Es geht bestimmt nicht wieder... Doch, es geht auch in die andere Richtung. Okay. Das ist super. Noch ein Stück. Jetzt kannst du aber drauf, oder? Jawohl. Und die pusten das dann in die richtige Richtung. Sehr schön. Perfekt. Ach Gott, was bist du denn? Tschüss. Freunde sein. Ich bin mir sicher, dem geht's gut. Dem geht's bestimmt super. Dem auch und dem auch. Den geht's allen so super. Den war bestimmt nur ein bisschen warm. Da haben die ihren Kopf abgenommen. Oh Gott, was bist du denn? Alles klar. Ich glaube, der ist nicht so gut drauf. Hi. Alles tutti bei dir? Was können wir mit dem machen? Sollen wir da mal hingehen? Ist das eine gute Idee? Oh Gott. Yay! War das eine gute Idee? Jetzt sind wir nur noch ein Kopf. Naja, egal. Solange wir rollen können, ist alles super. Ah, wir waren von Anfang an der Ball. Jetzt macht alles Sinn. Mensch, wie unfähig bist du denn? Oh Gott. Mehr Anlauf, ne? Schaffst du. Komm, gib Gas. Ja. Ist das süß? Noch mehr? Auf geht's! Ja, super! Tor! Perfekt! Du kannst es! Nochmal! Nein. Sehr knapp. Ach, cool. Super, ist gar nicht nervig. Schieß zurück. Los, schieß. Das ist bescheuert. Hier, komm mit richtig Anlauf. Schieß ihm ins Gesicht. Go. Und nochmal, weil es so schön ist. Noch ein bisschen mehr Anlauf. Ja, gewonnen, gewonnen, gewonnen. Der Arme, ey, das arme M&M hier. Vollkommen kaputt geschmettert. Aber hey, wir haben gewonnen. Irgendwie bekomme ich gerade richtig Hunger auf diese Smiley-Pommes. Ich diese ganzen Smileys hier sehe. Oh, nicht du schon wieder. Ey! Es wird dir noch vergehen, Kumpel. Boah.
Tja, das bleibt jetzt so, ne? Deswegen sagen einem die Eltern auch immer, dass man keine Grimassen schneiden soll. Es bleibt einfach so. Hast du immer noch nichts draus gelernt? Okay, das findet er ganz gut. Hui! Können wir das ganz rausziehen? Mensch, das gefällt ihm ja. Was können wir noch machen? Das ist super, dass dir das gefällt. Der macht mir irgendwie Angst. Ah, ekelhaft. Schon ekelhaft hier gerade. Die Zähne auch. Na gut, wenn du willst. Was willst du machen? Oh nein, jetzt ist er traurig. Ciao. Können wir jetzt gehen? Schön, dass es ihn freut, wenn wir ihn die Augen rausreißen. Und bei der Kaugummiblase, da kriegt er hier einen halben Meltdown, ey. Was ist denn mit dem? Ciao. Komisches Vieh. Yay, wir sind frei. Können wir nach Hause? Nein, diesmal nimmst du es nicht weg. Komm her, Hasi, dein. Nein, Hasi, dein, na. Ach, weißt du, behalt ihn einfach. So wichtig ist er mir nicht. Hasilein! Der Junge muss echt in eine Therapie. Wo zum Geier sind wir? Ah, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt in meinem Leben. Aha. Juhu! Komm her. Was machen wir mit dem? Dieses Spiel, ey. Aha. Gehirn. Ah ja, 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 ich verstehe. Oh, es ist wunderschön. Was bist du denn? Oh Gott. Oh mein Gott.
Alles klar. Geht's dir gut, Kumpel? Geht's dir gut? Bist du aufgeregt? Freust dich schon? Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Sorry. Machen wir mal noch was kaputt. Ja, kommt mal hier alle ins Licht. Meine Tomaten, geh weg. Geh weg. Oder sind das Streichhölzer? Ach nee, das sind Streichhölzer. Ich dachte, das sind Tomaten. Oh Gott. Hi. Gib mir das. Das sieht scharf aus. Das ist nicht gut. Ja, lass es dir schmecken. Habe ich doch gern gemacht. Hier, kriegst noch einen. Wie kriegen wir den da drauf? Ah, okay, wir sollen es weiter nach unten ziehen. Ja, natürlich. Muss ja auch ordentlich was drauf da, ne? Auf den Spieß. Nicht, dass er verhungert. So. Ja. Sehr schön. Oh. Sorry. Na, freust du dich? Gib mal her das Herzilein. Hyper, hyper! Okay, einen noch. Einen brauchen wir noch. Hello. Komm her und du da rein, ne? Ja, dann machen wir Kaninchenhack aus dir. Yummy, yummy. Tut mir leid. Du geh raus, du Ekelhaftes. Was stimmt mit dir nicht? Sollen wir den da drin lassen? Vielleicht sollen wir die Kaninchen ohne ihn da reinpacken. Ja, ich denke, so ist das gewollt. Na komm, hinein mit dir. Und du auch. Geh weg. Können wir das wieder zumachen hier? Nein. Ich habe keine Ahnung. Oder soll er da jetzt rein? Oh! Ja, okay. Ja, hat er verdient. Alles klar. Ja, ich denke, das ist nur gerecht, dass er das getan hat. Wir wollen das nicht verurteilen. Da haben wir das Herz. Poch, poch, Doki Doki. Endlich. Mummi. Mummi Mau. Ja, Mummi Mau.
Nicht schon wieder. Was willst du uns denn noch alles wegnehmen? So ein Arschloch. Und wieder ein Kapitel beendet. Sterb? Wehe, dem Hund passiert irgendwas. Ich glaube, das verkrafte ich nicht. Bleib hier, Hundi. Geh nicht in den Schützengraben. Oder wo auch immer wir gerade sind. Ja, bleib doch stehen. Bitte, bleib stehen. Nein, 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 nein. Gib ihn wieder her. Los, gib ihn wieder her. Ich will aber nicht an dem ziehen. Was machen wir denn mit dem? Ich will dem ja nicht wehtun. Hier auf das Windrad vielleicht? Ein bisschen Wind machen, damit der Hund wegfliegt? Es werde Wind! Aber irgendwie passiert nichts. Vielleicht soll die Regenwolke hier drüber sein? Komm schon! Komm schon! Nein, nicht den Hund! Komm her! Nicht den Hund! Ja, was hält den Hund denn fest? Irgendwas hält den Hund doch fest, oder? Gerade etwas überfordert. Ah, da bist du. Kleiner Mistkerl. Warte, wieder zurück. Weg mit dir. Und nun? Können wir zum Katana nehmen? Ekelhaft. Ah, oh Gott. Ist das so gut, dass wir das machen? Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Komm her, gib mir deinen Zahn. Komm. Gib mir deinen Zahn. Guti, Guti. Jetzt bleib halt hier, bitte. Ja, oh Gott, wehe, dem Hund passiert irgendwas. Ich will das wirklich nicht. Und da ist er wieder, der perverse Mond.
Oh, du bleib bloß in deinem Käfig, ey. Komm nicht raus. Bitte bleib, wo du bist. Danke. Was zum Geier? Was bist du? Alles klar? Huch, was war das denn? Komm raus, komm! Und noch weiter. Und nu? Happy Halloween, Freunde! In die Richtung? Ja, okay. Es klingt immer so, als ob es Miau sagen würde. Okay, einmal nach da. Zweimal nach da. Und nochmal? Nicht? Oder heißt es 1, 2, 3? Ja, okay, es heißt 1, 2, 3, ne? 2, 3. Mensch, das ist ja praktisch. Der Hund, ey, der weiß gar nicht, was abgeht. Ja, okay. Machen wir erstmal im Wald eine fette Rave-Party. Na, nicht du schon wieder. Geh weg. Müssen wir irgendwas machen? Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwas machen müssen. Ja, das war doch super, oder? Das hat Spaß gemacht. Lass uns jetzt nach Hause gehen, bitte. Bin ich da wirklich rein? Also ich kann nur immer wieder sagen, umgebungstechnisch ist das Spiel wirklich sehr, sehr gut gelungen. Gott, was ist das denn? Ist bestimmt der Gonga, wenn wir hier im Moore rumlaufen. Ew. Was machen wir denn mit denen? Okay, hier ist Safe Point sozusagen. Was machen wir mit denen? Können wir den mitnehmen? Können wir den irgendwie mitnehmen? Was treibt ihr da? Mach kaputt! Okay. Ja, so geht's natürlich auch. Gott, sehen wir stylisch aus. Jetzt gib uns meinen Hund zurück. Los! Rück den Hund wieder raus. Ich habe ihn doch gerade irgendwo gesehen. Okay, wenn die weglaufen, ist das kein gutes Zeichen, oder?
Oh ja, unser Catwalk. Da gehören wir hin, auf die Bühne. Was zum Geier? Ja, hilf ihm! Hilf ihm! Warum hast du ihm nicht geholfen? Na gut, konnten wir wahrscheinlich nicht. Na, der Arme. Das war nicht cool, Markus. Das war wirklich nicht cool. Ich weiß, dass er schwer eine Geschichte erzählen soll. Ich bin nur konstant verwirrt. So ganz verstehe ich es noch nicht. Es geht wahrscheinlich um Verlust, nehme ich an. Ah, da bist du ja. Sind das Kartoffeln? Oh ja, das sind Kartoffeln. Jetzt habe ich noch mehr Hunger. Was bist du? Die Ultra-Kartoffel. Was sollen wir denn machen? Die anfassen? Berühren! Ich habe keine Ahnung. Hier drauf. Jetzt hier so eine. Oder nicht? Doch, und jetzt? So eine vielleicht? Was habe ich getan? Ja, hab! Lauf! Das ist voll die LSD-Kartoffel. Ich dachte immer, ich habe abgedrehte Träume. Na los, lauf hinterher! Um Gottes Willen. Können wir den Hund nicht mal irgendwie auf unseren Rücken schnallen oder so? Verlieren wir die ganze Zeit. Wir brauchen einen Rucksack für den Hund. Nein! Oh nö? Was können wir machen? Wir müssen irgendwie nach unten kommen. Die Frage ist, wie? Baum, 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 Baum. Laufen wir eigentlich im Kreis? Oh Gott. Was war das schon wieder? Können wir uns an den irgendwie festhalten? Hi! Bist du die Mama-Hand? Das wollte ich nicht. Hier kannst du wieder haben. Hier, bitteschön. Bitteschön.
Ew, was bist du denn? Ah, es ist ein Freund von uns. Oh, ciao. Tschüss. Sorry. War nicht so geplant. Tut mir leid. Wären das auch weniger? Ja, ne? Ja, okay, es wären weniger. Komm her. Und das letzte. Gern geschehen. Wir sind weich gelandet auf den Leichen unserer Freunde. Wir haben so ein Glück, oder? Und sind wir jetzt auf der anderen Seite? Können wir jetzt den Hund finden? Hier ist irgendwie eine Flamme. Hundi, komm zurück! Wollen wir da wirklich rein? Ist es wieder die Kartoffel? Bist du es, LSD-Kartoffel? Dieses Mal sind wir der Unterkörper. Ew. Komm raus. Oh, hi. Hast du einen Kopf für uns? Wir brauchen einen Kopf. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. So? Ah, okay. Und dann? Was machen wir dann damit? Ah, okay. Wir füttern den. Abartig. Jawohl. Und dann hinein. Und dann nur noch den einen. Huch. Guten Hunger. Super, haben wir den auch wieder zurück? Jetzt brauchen wir nur noch den Hund. Oh Gott. So sehe ich nach 3 Tassen Kaffee aus. Was machen wir mit dir? Vielen Dank. Was machen wir denn mit dem? Ah, okay. Ah, wir sollen den füttern. Ah, okay. Ach so, das Ding muss dann natürlich auch wieder rein. Tut mir leid. Jetzt nochmal. Bitteschön. 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 Und bitteschön. Tada! Los, nimm ihn!
Komm schon! Wollen wir da echt nochmal drauf? Hilft ja nichts. Okay, wo sind wir nur? Was? Hui! Was auch immer hier gerade alles passiert, ich nehme das so hin. Können wir jetzt weiter? Ob wir unseren Hund jemals wiederfinden? Hier ist nichts, da ist nichts. Das sieht alles gut aus. Was bist du? Berühren. Was machen wir mit dir? Ah, okay, wir sind da drin. Können wir aufstehen? Ja. Flieh! Spuck mich aus! Los, spuck mich aus! Das hat mich gerade irgendwie an so einen Taucherfisch oder Anglerfisch oder wie die heißen erinnert. Können wir daran ziehen? Nein. Oder doch? Hui! Freizeitpark! Freizeitpark! Toll! Endlich haben wir Freunde gefunden! Sie sehen alle so glücklich aus! Eigentlich wollte ich aber nur meinen Hund haben. Wenn gefunden, bitte zurück an Absender. Danke. Na endlich. Da bist du ja. Komm. Na, nicht schon wieder. Ich kann nicht genau sagen, ob wir in irgendeiner Art und Weise Fortschritt machen. Es geht immer nur tiefer und tiefer. Warte. Spuck uns aus! Ich weiß, ich bin total anziehend, aber könnt ihr bitte damit aufhören? Was zum Geier? Hört auf! Du dahin?
Ay caramba, worauf haben wir uns hier nur eingelassen, ey? Danach kann ich bestimmt ein paar Tage nicht schlafen. Das sind all die Dinge, die wir vermissen. So? Können wir davon irgendwas nehmen? Ich drehe es einfach mal ein bisschen. Oh Gott. Davon kann einem echt schlecht werden. Ich glaube, wenn ich noch keine Epilepsie hatte, habe ich sie jetzt. Oh Gott, ey. Was will das Ding eigentlich von uns? Soll das unser Schlafparalyse-Dämon sein oder sowas? Was hat das für ein Ziel? Haben wir es geschafft? Mein lieber Junge, du hast sehr lebhafte Träume. Ich glaube, du brauchst einen Therapeuten. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Was zum Geier? Freut mich wirklich für dich. Alter Verwalter. Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Ich bin geschädigt fürs Leben. So, Freunde, wir haben es geschafft. Das war Happy Games. Oder Happy Game. Mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich sehr schön gestaltet. Mir hat die Musik gefallen, der Soundtrack und das ganze Spielprinzip auch an sich. Auch wenn ich jetzt gefühlt auch einen Therapeuten brauche, finde ich, hat sich das Ganze echt gelohnt. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da und abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, meine lieben Schnitzelchen.